Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute im Studio Neuburg einmal was ganz was anderes, nämlich mit Sepp und Kerstin. Was zum Lachen. Ja, fröhliche Weihnacht heißt genau. Es, gell? Ja. Und das ist einmal was ganz was anderes. Viel Spaß. Ja. Weihnachten im Altenheim. Ein Sketch aus dem Programm Fröhliche Weihnacht. Anderthalb Stunden hatten die Zuschauer in der Kunstscheune viel zu lachen, nahm das Clowns-Duo den Weihnachtswahnsinn auf die Schippe. Guten Morgen! Weihnachten! Schokolade! Nein, mag ich nicht. Weihnachten! Nein, mag ich nicht. Die weihnachtliche Sketchparade aufzuführen? Eine spontane Idee der beiden Spaßmacher. Erst 4 Tage vor der ersten Aufführung stand das Programm. Wir haben im Grunde beide viele Ideen gehabt und dann irgendwann gesagt, ja, es ist eigentlich schade, immer bloß so daheim rumsandeln und die Ideen haben. Jetzt probieren wir es einfach mal. Ja, also wir haben selber sehr viel drüber lachen können. Also wir haben uns bebisselt vor Lachen, gell? Und dann haben wir gedacht, ja, also das heißt ja noch lange nicht, dass andere Leute sich dann über den gleichen Schmarrn auch bebisseln. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus. Die Clowns erzählen auch poetisch melancholische Geschichten, schlagen leise Töne an, ohne viel Worte. Thank you.
Die Sportschau läuft im Fernsehen. Die frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen sind völlige Nebensache. Der Plätzchenstreit, ein weiterer Sketch, mit dem das Clowns-Duo in der Kunstscheune für viel Vergnügen sorgte. Nichts scheint den beiden Spaßmachern heilig. Mit einem Augenzwinkern wird der Weihnachtswahnsinn auf clowneske Art durch den Kakao gezogen. Das sind Klischees, die im Grunde ja wahrscheinlich jeder kennt, die wir einfach auf clownisch umsetzen und Lösungen zu Problemen finden, die man vielleicht zu Hause nicht finden würde. Zum Beispiel, wenn es Konfetti im Wohnzimmer schneit. Oh,
Traum. Der Gänseblümchen. Der Baum. Der Baum. Großer Baum. Kein Baum. Weihnachten ist das Fest der Stille und Besinnung. Ja, dann halt einmal deinen Mund. Stille und Besinnung. Ja, die ganze Zeit musst du ratschen, verstehst? Jetzt bist du statt. Ja, die warm. Leute wollen was Besseres hören. Ja, du sagst Stille und du ratschst die ganze Zeit. Also, Weihnachten ist das Fest der Harmonie. Ja. Ja. Naja, gut. Wenn man nicht gerade mit dir zusammen wohnt, ja, dann ist es das Fest der Harmonie. Von dem her wünschen wir nur das Beste, alles Gute. Und natürlich dann auch einen guten Rutsch. Ja, und fröhliche Weihnacht überall.